Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis. Viel mit mir, dem Gönner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Persien. Endlich mit einem ordentlichen Name-Tag. Und heute müssen wir die Mamelucken angreifen. Nächster Mamelukenkrieg steht aus. Und wir nehmen Großbritannien natürlich mit. Und wir nehmen aber unseren heiligen Kriegsgrund. Ich weiß nicht, wollen wir hier irgendwas von denen noch mit reinrufen? Ich meine, Tunesien ist ja nicht mehr im Krieg mit Portugal, ne? Sieht zumindest nicht so aus. Okay, dann geht's mal los. Ich bin gespannt, ob wir das heute besser hinkriegen. Wir haben ja unsere Armee umgestellt. Ja, und dann schauen wir mal. Wie viel Belagerung hast du? 1, okay. Haben wir noch einen mit einem besseren Belagerungswert? Wir könnten noch einen würfeln. Na, das wird, glaube ich, auch so gehen, oder? So, läufst du mal nach Damaskus. Und hier nehmen wir ganz schnell mal diese Provinzen weg. Ich bin mal gespannt, ob wir die... ich bin mal gespannt, ob wir die Engländer so schnell wiedersehen. Wir können vielleicht sogar hier diese Festung da wegnehmen. Wie viel Belagerung hast du? 2. Naja, das müsste ja eigentlich gehen, ne? Komm, pass auf, und du kommst einmal. Kommst doch noch einmal hier rum. Jawohl, okay. So, müssen wir die Geschwindigkeit ein bisschen runterdrehen. Okay, weiter geht's. Unser Spion ist wieder da. Der darf dann einmal bei den Ungarn gegenspionieren. Toll. Den brauchen wir für eine Mission, die können wir aber noch nicht abschließen. Das ist also unerheblich. Dann nehmen wir Nasotoki. Gibt den Disziplinbonus und ist günstiger. Kostet uns zwar jetzt einen Haufen Geld, weil wir so krass überm Limit sind, aber so ist das dann halt. Wollen wir den Künstler haben? Ne, wir nehmen die Admin-Macht mit, wir haben gerade nicht so viele. So, teilen wir die Stacks hier mal gerade auf. Der hat 2 Belagerungen, den könnten wir da eher reinstellen. Der hat sogar 3 Belagerungen. Pass auf, stell den da rein. Komm du mal ein bisschen zurück. Können wir... Wir könnten hier vielleicht sogar so eine Handelspolitik durchsetzen, ne? Wenn wir den Typen hier aus dem Bosporus da abberufen, oder? Nimm mal den hier. Vielleicht klappt das sogar. Bengalische Piraten, wild und frei. Okay. Lauf mal so, wir gucken mal, ob wir da durchkommen.
So, dann ziehen wir mal hier die kleineren Truppen alle hier rüber. Irgendwann müssen wir mal mit unserer Manpower was anfangen. Ganz ruhig einmal hier lang. Hey! Geil! 634, neuer Nachfolger. Richtig nice, okay. Khadel Shah, unser neuer Nachkomme. Sehr gut, okay. Yeah, wir haben neue Cores. Fantastisch. So, wie viel Handelsmacht brauchen wir hier? 33%. Das ist nicht wenig, ne? Was wir hier schon haben. Die sind auch schon in einem Handelshaus, ne? Das können wir direkt mal versuchen, hier auszubauen. So, und ich muss nochmal so Verteidigungsquatsch bauen, ne? Da muss ich mir auch nochmal... Da hab ich jetzt noch gar nicht so viel reingeguckt. Ich habe nur gesehen, ich brauche noch Provinzen in Indien. Ich brauche irgendwie ganz Ägypten und so weiter. Aber brauchen wir noch echt viele Provinzen. Stopp. Falscher Slot. So. Zeig nochmal hier. Da. Und da. Da baue ich jetzt gerade zwei. Das heißt, ich baue da jetzt nochmal neue hin, oder was? Befestigungsmauern, ne? Hier. Weiß ich nicht. Ne, warte mal, das da ist ein doofer Spot. Warte mal. Die eine hier hin. Und die andere hier. Ich glaube, so ist besser. Ja, dann können wir noch eine da oben hinbauen oder so, wenn wir noch Zeit und Lust haben, ne? Okay, die Armee da haben wir ganz gut geschafft. Lass jetzt einmal zurückkommen. Al-Karak ist hier bereits eingenommen worden. Okay, dann machen wir direkt Nägel mit Köpfen. Du kannst hier hin und du wartest noch, bis dieses Gefecht hier abgeschlossen ist. Das wird jetzt viele Rekrutenreserven kosten, denn in der Wüste belagern, da ist immer eine anstrengende Aufgabe, ne? Direkt mal hierhin weiterlaufen. Da darf sich Novgorod drum kümmern, die sind doch groß genug, oder? Letzte Mal war Swahili ja der Endgegner. Deswegen bin ich gespannt, wie das diesmal wird.
Lauf du mal vor, damit ich sehen kann, was ich da oben alles einnehmen kann. Hey! Spanien sieht uns nicht länger als Rivale an. Was hat sie geritten? Dann brauche ich sie jedenfalls nicht mehr ausspionieren. Oder nicht mehr so krass ausspionieren. Auf welche Einstellung habe ich Novgorod gesetzt? Auf Belagern. Ja, das ist aber eigentlich okay. Das ist eigentlich okay. Ja, trefft euch doch mal gerade hier. Oh wow, wir haben Alexandria schon belagert. Das ging dann jetzt schnell, ne? Pass auf, dann hast du die ehrenvolle Aufgabe, jetzt Tunesien rauszunehmen. Ich habe jetzt hier unten nichts gesehen. So, und dann schauen wir mal, dass wir die Provinzen da mitnehmen. Du läufst mal schnell hier rüber. Auch wenn er die... Spanien hat Wu den Krieg erklärt, okay. Ja. Ich sehe es schon kommen, wir werden die Spanier in China bekämpfen müssen. Ja, wir machen mal mit den Gebieten weiter, damit ich die hier zum Handelshaus hinzufügen kann. Sind noch nicht ganz da. Das ist nur Handelssteuerung, ne? Ja, hier unten, genau. Wartet mal, und wo? Ja, die drei da unten, das ist ganz okay. Aber warte mal, nimm den mal raus, weil man sieht es ja wieder hier ganz gut, ne? Das Handelshaus hier. Doch, das ist korrekt. Dann konvertier die Provinz mal bitte. Dann können wir nämlich da überall schon mal Handelshäuser gründen. Das spart dann auch wieder Zeit, ne? Guck mal, wer da ist.
Lauf mal hier hoch. Also, oh wow, wir haben den sogar gestackwiped, krass. Ja, dann komm mal zurück. Ne, ja, wir haben Mecca eingenommen, nice. So, ich würde jetzt mal gerne sehen, was da noch so drumrum los ist. Und wir haben einen neuen Händler. Okay. Den werden wir nachher wahrscheinlich wieder los sein, aber solange der Krieg hier läuft, können wir ganz gut Handelseinfluss übertragen, ne? Auf, ihr trefft euch mal hier. Vielleicht 500 Dukaten, dafür werden die Großprojekte billiger. Yes. Und guck mal, auf einmal hauen sie alle wieder ab. Ziehen sie den Schwanz ein und verdünnisieren sich. Setzen wir mal den Verbündeten. Warte hier. Boah, Alter, krass, guck mal, hat die halbe Arti verloren. Ermöglicht Ruf sabotieren. Na Halleluja, das werden tolle Zeiten. Okay. Das will ich noch nicht unbedingt. Okay. Ja, lauf mal so runter. Den fangen wir mal ab. Sehr schön. Pass auf, mach da mal.
Der hat zwei Belagerungen, ne? Pass auf, nimm mal den hier mit. Guck mal, dann nimmst du den hier. Gehst mal hier hin. Dann gehst du dahin. Und du gehst hier hin. Das müsste Novgorod doch schaffen, oder? Sie werden eigenständig nach Kämpfen im Feindesland suchen. Pass auf, komm, wir stellen den mal auf keinen Schwerpunkt, weil mir wäre es eigentlich ganz recht, wenn der hier Swahili angreifen würde, ne? Das ist ja nicht so eine starke Armee, die er da hat. Handelseinfluss Schiffe plus 20% oder wir kriegen den Merkantilismus Monopol durchgesetzt. Handelsmacht lokal. Das wäre mir lieber, wenn das noch weiter im Süden wäre. Aber nehmen wir den Malus auf die Meinung mit. Schön, gut, okay. Schütomir, ja, schade. Aber okay. Ja, werden diese novgorodischen Bauern andere Möglichkeiten finden müssen. So, ich glaube, Tunesien nehmen wir jetzt mal wieder einfach so aus der Rechnung raus, ne? Regierungsreform wachsen plus 25%. Alter, das ist dick. Ja, neue Zelle. Hui, der ist schnell. So. Tunesien. Und weg ist Tunesien. Aha, so jetzt aber. Das war doch die Absicht dahinter. Okay, cool. Nawohl, ja super, okay. Klasse. Das nimmt schon mal hier viel Arbeit ab. Wir schauen noch einmal kurz in die Missionen rein. 0 von 4, ja, wir bauen ja noch 2. So, und dann muss ich hier noch Festungen bauen, ne? Das ist so doof. Wir bauen das halt echt für einen Papierkorb, ne? Aber ich will diese Mission halt gerne mal haben, ne? Naja, gut. Was haben wir denn hier noch? Steuereinnahmen lokal. Toleranz, wahrer Glaube, Missionar, Dingsbums, klar. Warum nicht? Ist gerade günstig. Kann ich die Hagia Sophia nun nicht verbessern? Also wir könnten das halt boosten, aber gucken wir mal gerade. Zeig mal ganz kurz hier. Also Loyalitätsgleichgewicht und ändert sich monatlich um minus 0,3. Inquisition, Registan, Heiliger Schrein. Tja, dann.
Das heißt, das geht dann in die Richtung weiter, die man ohnehin eingeschlagen hat, oder was? Komm. Alles ausbauen. Okay, nächste Provinz eingenommen. Klasse. Kannst du einmal hier hin? So, jetzt erwische ich ihn. So, genug rumgeeiert. Okay. Okay, da ist noch Swahili unterwegs. Das muss diese Armee sein, die vorhin gegen Novgorod gekämpft hat. Persische Bauern in Novgorod, das ist so witzig. Boah, Alter, ist der schnell. So, ich hoffe, dass der jetzt endlich mal genug hat, ne? Also, wir brauchen ja von ihm. Weiß ich nicht. Nehmen wir hier mal diesen ganzen Küstenstreifen mit. So. Ah ne, warte mal. Ich brauchte noch diese... Stopp, warte mal. Ich brauche doch noch diese ganzen türkischen Gebiete, ne? Das war doch das Ding. Ja, gut. Das müssen wir im nächsten Part gucken. Ich muss jetzt hier Schluss machen. Wir nehmen noch schnell jemanden mit, der uns mehr Steuereinnahmen bringt. So, und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Macht's gut, bis dahin. Pax Vobiscum und Valete.